herzlich willkommen auf Eternum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's los. Wir testen die ersten Waffen. Auf geht's. Da unten ist schon so ein Wolfi unterwegs. Und wie schon angekündigt, schauen wir uns heute mal Axt und Muskete an. Wir haben schon in die Skillbäume reingeschaut. Jetzt gucken wir uns ganz kurz an, was die Fähigkeiten, die es da so gibt, was die so machen. Und dann testen wir die auch alle direkt an so einem Wolfi oder so. Mal gucken. Ist der böse? Nee, der hat mich noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen vor dem Verstecken. Nicht, dass wir da in den Hintern gebissen werden. Da unten ist auch noch so ein Typ. Also wir können viel testen hier in der Gegend. Hier gibt es viele Testsubjekte. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt gucken wir erstmal in dieses Beil rein, in den Beil-Skillbaum. Da gibt es eben zwei Skillbäume, wie bei allen Waffen. Und hier gibt es drei Fähigkeiten jeweils. Das hier sind die Berserker, also Nahkampffähigkeiten. Wir haben einmal den wilden Ansturm. Da springen wir jemanden an, erzeugen etwas mehr Schaden, nämlich 115% Waffenschaden und mit dem zweiten Angriff dann 130%. Ist ganz cool, um Gegner initial anzugreifen. Dann gibt es die Berserker-Fähigkeit, die einfach so ein Kampfrausch ist, wo man sich schneller bewegen kann und ein bisschen mehr Schaden macht und so weiter. Je nachdem, wie der dann hochgelevelt ist. Ne? Den Berserker-Modus kann man auch nutzen, um zu tanken beispielsweise, indem man so einen Provokationsedelstein in die Axt reinpackt. Damit erzeugt man einfach mehr Aggro bei den Gegnern und provoziert eben, dass man angegriffen wird und somit seine Mitspieler, die vielleicht weniger Rüstung haben, schützt. Wenn man das will, dann kann man so einen Edelstein in seine Axt packen. Wenn nicht, dann sollte man das besser lassen, sonst kriegt man halt ziemlich viel auf die Nase. Das kommt dann immer darauf an, wie man sich ausgerüstet hat. Also wenn man auf hohen Rüstungswert geht und wirklich tanken möchte, dann ist das ja genau das, was man will. Und dann packt man so einen Edelstein rein und ansonsten lässt man das eben. Und die dritte Fähigkeit sind hier die tosenden Fluten. Das sind mehrere schnelle Angriffe, die jeweils 90% Waffenschaden verursachen. Und diese drei Fähigkeiten können wir dann auch noch weiter upgraden mit diesen kleinen Icons hier. So, jedes dieser Icons gibt wieder irgendwelche kleinen Upgrades frei. Zum Beispiel jetzt beim Berserker-Modus können wir hier auf der Jagd skillen. Ich bin mir nicht sicher, was es jetzt damit auf sich hat, dass überall 0% dran steht. Also überall, wo 0% steht, müsst ihr euch einen anderen Wert denken. Das ist jetzt in der aktuellen Version so, dass da die Werte noch nicht richtig mit drin stehen. Also das sind alles Balancing-Geschichten, die wahrscheinlich noch angepasst werden und die aktuell nicht implementiert sind praktisch. Da muss man also noch abwarten, wie viel das dann wirklich bringt. Aber das bedeutet natürlich, dass diese Fähigkeiten eben genau das tun. Ja, also wenn wir das hier skillen, dann erhöhen wir unser Bewegungstempo. Ich denke, das war 10% ursprünglich mal. Bei der Berserker-Auffrischung, wenn wir das skillen, dann regenerieren wir auch regelmäßig Hitpoints, solange der Berserker-Modus aktiv ist. Also das ist eine sehr starke Geschichte. Hält halt nur für 15 Sekunden, aber für so einen kurzen Fight reicht das auf jeden Fall und macht uns halt einfach allgemein ein bisschen schneller, ein bisschen stärker, ein bisschen gefährlicher. Genau, das sind die drei Axtfähigkeiten im Nahkampf. Im Fernkampf gibt es die Möglichkeit, die Axt zu werfen und wirklich komplett für den Fernkampf zu nutzen. Das sind dann eher so, das ist so der CC-Baum praktisch, also der Crowd-Control-Baum, wo man die Gegner so ein bisschen kontrolliert, dafür ein bisschen weniger Schaden macht. Das hier ist also auf maximalen Schaden oder eben auf Tanken geskillt. Das hier ist auf maximalen Range-Schaden praktisch geskillt, aber eher so auf maximale Crowd-Control, das heißt, man möchte gar nicht erst angegriffen werden, sondern wirft die Axt immer aus der Entfernung. Das ist ein Angriff, der einfach die Axt wirft, ein bisschen mehr Schaden macht und den Statuseffekt aufgerissen erzeugt. Und dadurch sinkt die Schadenabsorption des Gegners. Das heißt, er nimmt mehr Schaden. Ne? Also er kann weniger Schaden durch die Rüstung mitigieren, nimmt mehr Schaden durch Angriffe. Das ist natürlich auch sehr stark, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Dann kann man den Gegner so ein bisschen debuffen. Dann machen alle Mitspieler ein bisschen mehr Schaden an dem. Dann gibt es hier das soziales Abstandhalten, Social Distancing auf Englisch. Die deutschen Übersetzungen sind dann manchmal auch ein bisschen komisch einfach. Du wirfst eine Axt nach vorn und springst nach hinten. Also du springst praktisch vom Gegner weg, machst 130% Waffenschaden und verlangsamst das Ziel. Also es ist auch wieder dafür gedacht, dass die dich eben nicht erreichen, die Nahkämpfer, und du die aus der Entfernung zerlegen kannst, ohne dass sie sich wehren können. Und die dritte Fähigkeit ist der infizierte Wurf. Der macht 150% Waffenschaden und löst eine Krankheit aus, die das Ziel schwächt. Das heißt, das Ziel kann nicht mehr so gut geheilt werden und das Ziel macht einfach weniger Schaden. Das ist natürlich ganz gut und von Vorteil. Wir wollen natürlich wenig Schaden nehmen. Der Wolf, der jault da so rum. Was ist denn los mit dem? Geht's dir gut, Wolfi? Ich hoffe, dem Wolfi geht's gut. Dass wir dann noch gut mit dem testen können.
Das ist die Axt. Dann haben wir noch die Muskete. Auch da gibt es wieder zwei Bäume und das funktioniert ganz ähnlich. Da gibt es also einmal den Schadensbaum und auch wieder so einen Crowd-Control-Baum. Der heißt auch Fallensteller, ganz klar. Präzisionsschütze ist also wirklich darauf ausgelegt, dass wir maximalen Schaden machen. Da gibt es einmal diese mächtige Schussfähigkeit. Erzeugt mehr Waffenschaden. Und die Werte stimmen, wie gesagt, alle nicht so ganz. Hier stehen jetzt Werte drin, aber das habe ich getestet und es kam nicht so raus. Also 150% mehr Waffenschaden würde dann heißen 250% Waffenschaden, wenn ich das so lese. Macht es auf jeden Fall nicht. Also es macht auch nicht 50% mehr Waffenschaden, sondern es macht einfach ein bisschen mehr Schaden als ein normaler Schuss. Also ja, okay. So viel dazu. Dann gibt es den Pulverbrand. Moment, gibt es noch irgendwas, was das macht? Kann nicht gestapelt werden. Also es ist einfach ein starker Schuss. Ne? Und dann haben wir den Pulverbrand. Das ist auch ein starker Schuss, der mehr Schaden macht als normal. Und das Ziel, anzündet sozusagen. Und dieses Anzünden erhöht den Waffenschaden. Und, den man selber verursacht, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt auch für andere Mitspieler von Vorteil ist. Ich denke mal nicht, wenn ich das jetzt so lese. Aber man selbst macht halt einfach mehr Schaden an dem Ziel, solange das brennt. Und dann gibt es hier noch die dritte Fähigkeit, das ist die Schützenhaltung. Da geht man so in die Knie. Zielt schön ein und kann dann etwas schneller schießen, schneller nachladen, macht aber den ganz normalen Schaden und kann sich eben nicht schneller bewegen oder so. Auch hier gibt es dann wieder viele Möglichkeiten, das alles abzugraden, zum Beispiel hier die Rauchgasexplosion. Das heißt, die Standardschüsse der Muskete verursachen nochmal 12% extra Schaden, wenn das Ziel brennt. Und wenn man einen Kopfschuss verursacht, dann erhöht das, glaube ich, die Dauer des Pulverbrands. Ne? Also, das ist alles ganz cool. So kann man die Fähigkeit dann eben auch deutlich stärker machen. Und das ist eben auch der Grund, warum es Sinn macht, immer in einen Baum zu gehen und nicht auf beide Bäume so aufzuteilen. Wobei es natürlich so ist, wenn man alleine questet, dann macht es zum Beispiel Sinn, einfach mal die Falle mitzuskillen, ne? Dass man die Möglichkeit hat, Gegner so ein bisschen zu kontrollieren, damit sie einen dann nicht angreifen, wenn man jetzt viel mit der Muskete arbeitet. Ich habe mir jetzt bei meinem Skillbaum hauptsächlich mal so an Raids gedacht. Also ich habe auf maximalen Schaden gelevelt. Als Damage-Dealer in so einem Raid mit anderen Spielern zusammen, wenn man gegen Bosse kämpft, möchte man natürlich maximalen Schaden machen. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel geskillt. Und ich denke auch im normalen Questen ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich kann mit der Muskete die Gegner anschießen oder wenn sie schwach sind, sogar direkt zerlegen. Und wenn sie stark sind, dann kommen sie eben bis zu mir hin und dann packe ich die Axt aus und gehe noch kurz in den Nahkampf. Ich denke, das ist eine ganz gute Kombi. Und der Wolfi, der hat mich gesehen und der ist sehr schnell. Das ist nicht gut. Dann erwische ich den nämlich nicht so gut. Okay, den müssen wir wegmachen, ganz schnell. Komm schon. Okay. Da haben wir jetzt zwei Fähigkeiten genutzt. Also einmal das Anspringen, das war das erste, was ihr gesehen habt. Und das zweite waren dann diese schnellen Schläge. Dieser F-Angriff. Und damit haben wir den dann ziemlich fix zerlegt. Die hat einen coolen Stab dabei zum Beispiel. Ich sammle jetzt mal die Beute nicht auf, sonst ist das Inventar sofort voll. Wir wollen jetzt einfach so ein bisschen testen. Genau. Also das war jetzt mal die Axt, da haben wir so ein bisschen getestet. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver testen. Jetzt nehmen wir mal die Muskete raus und testen vielleicht an dem Typen, der da Holz hackt, oder? Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich aktiviere jetzt mal die Q-Fähigkeit. So, und gehe hier in den Schützen-Stance. Das heißt, wir knien so nieder und dann schießen wir und treffen hoffentlich. Was nicht so einfach ist. Das ist tatsächlich nicht einfach. So. Man muss schon sehr gut zielen, tatsächlich. Und das bereitet mir so ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt. Oh oh. Er kommt. Also ich habe es oft, dass ich Gegner sehr schlecht erwische mit der Muskete. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ob das jetzt wirklich nur an meinen schlechten Aiming-Künsten liegt oder vielleicht auch ein bisschen an der Ping und so. Das ist halt ein Online-Spiel und da hat man immer so ein bisschen Verzögerung und gerade Gegner, die sich so seitwärts bewegen, sind teilweise wirklich extrem schwierig zu treffen. Ich denke, dass er auch einfach ein bisschen Übung braucht. Wen haben wir denn noch hier? Da ist noch einer, ne? So, jetzt nehmen wir mal die R-Fähigkeit. Jetzt zünden wir den an, gehen wieder in die Schützenhaltung und wir versuchen natürlich immer den Kopf zu treffen. Da haben wir ja extra Boni drauf. Das war jetzt, glaube ich, ein Kopfschuss, vielleicht auch nicht. Müssen wir wieder kurz nachladen. Der brennt noch. Dann habe ich ihn umgefahren. Okay, da kommt jetzt aber noch einer. Das war auf jeden Fall drüber geschossen.
Der hat einen Bogen. Und wir können natürlich ausweichen im Nahkampf. Also Nahkampf ist auch noch so ein bisschen spannender, als ich das jetzt aktuell spiele. Es gibt die Möglichkeit auszuweichen. Und das macht auch total viel Sinn, wenn die Gegner einfach auf einen einschlagen. Dann sollte man ausweichen, um einfach den Schaden auch so ein bisschen zu minimieren. Sonst nimmt man dann nämlich ziemlich viel Schaden. So, den haben wir jetzt eigentlich... Oh, ich bin ausgewichen, aber es hat nicht viel gebracht. Oder kommt noch einer? Den holen wir uns. Gucken, ob wir... Aua! Oh oh. Ja, also ihr seht, dass wie viel Schaden ich nehme, wenn ich nicht ausweiche. Man sollte da so eine, ja, so einen Wechsel finden zwischen Ausweichen und Angreifen. Wenn der Gegner angreift, sollte man erstmal ausweichen. Dann hat man danach ein paar Sekunden Zeit, auf den einzuknüppeln, ohne dass der sich großartig wehrt. Und dann nimmt man auch deutlich weniger Schaden, als ich das jetzt tue. Ihr seht auch, wie viel Schaden ich nehme. Das liegt jetzt hauptsächlich daran, dass ich ja sehr wenig, beziehungsweise praktisch gar keine Konstitution geskillt habe. Das heißt, wir haben nur wenige Hitpoints und nehmen dementsprechend einfach sehr viel Schaden. Dafür haben wir viel Stärke und machen halt auch viel Schaden. Das heißt, die Kämpfe sind dann wieder kürzer, ein bisschen kürzer und schneller vorbei natürlich. Wir machen mal die Muskete raus. Also ich bin eigentlich mehr so auf Fernkampf geskillt gerade. Nahkampf ist ein bisschen gefährlich. Nachladen! Und bam! Umgefahren! Also die Muskete ist schon ziemlich stark. Dafür, dass wir die jetzt auch nicht so gut geskillt haben, macht die schon relativ viel Schaden. Die Gegner sind hier nämlich Level 30 knapp, also die sind ungefähr mein Level. Und dafür läuft es ja eigentlich schon ganz gut. Jetzt können wir mal einen kompletten kompletten Hatchet-Angriff starten. So einen Beilangriff mit unseren Beilfertigkeiten. Das würde ich auch mal genau testen. Da unten ist ein riesen Zelt. Ne? Super cool. Also die Welt ist halt mega schön und total spannend zu erkunden. Es gibt überall irgendwas zu entdecken. Und es gibt natürlich auch überall Ressourcen zum Sammeln. Hier ist zum Beispiel so ein Busch. Oh, habt ihr es gehört? Und viele Geräusche. Das ist echt so ein bisschen verwirrend. Alle möglichen Viecher unterwegs. Okay. Wir gehen jetzt mal auf den Typen da so ganz vorsichtig zu. Aktivieren mal Berserker-Modus. Springen den an. Vielleicht machen wir das von hinten. Moment. Wir haben nämlich beim Anspringen auch noch so einen Bonus. Wenn wir Gegner von hinten anspringen, dann können wir die kurzzeitig stunnen. Mal gucken, ob wir das testen können. Aktivieren wir mal den Berserker-Modus. Dann geht's los. So, den haben wir erwischt. So, der schien jetzt nicht großartig gestunt, ehrlich gesagt. Und den habe ich jetzt einfach so umgefahren. Man könnte jetzt zusätzlich noch die F-Fähigkeit nutzen. Das hat jetzt bei dem, hat sich gar nicht wirklich gelohnt. Das sind zwei, ne? Das ist nicht gut. Auf sie mit Gebrüll! Okay. Ich bin mal so ein bisschen ausgewichen. Oh oh. Sehr schlecht gelaunt. Ihr seht es, ich kann ausweichen. Ich habe aber nicht viel Ausdauer, also ich kann das nicht ewig machen. Jetzt blockt er zum Beispiel. Das heißt, für mich macht es dann Sinn, so ein bisschen auszuweichen, bis der sich wieder beruhigt hat. Und dann... Oh oh, er macht noch weiter. Nicht so gut. Und das hat echt wehgetan. Gar nicht gut. Okay. Oh, oh. Das war knapp. Also ihr seht das, es sind schon relativ dynamische Kämpfe eigentlich im Nahkampf. Wenn man das so ein bisschen hinkriegt, das hat jetzt gut funktioniert bei dem. Wir haben den dann gerade noch gekillt, bevor ich dann den letzten Hieb auch noch eingesteckt habe. Der sah ziemlich fies aus. Ich glaube, der wäre ziemlich böse eingeschlagen, ne? So, wir verdrücken uns mal so ein bisschen, regenerieren und lecken unsere Wunden. Oder rüber? Ja. Sehr gut. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Kombi, die ich ganz interessant finde. Also mir macht das mit den Äxten ganz gut Spaß. Ich finde die ganz schön. Und die Muskete ist auch super witzig. Und die Kombi funktioniert natürlich eigentlich auch ganz gut so. Die Wölfe sind zum Beispiel sehr schnell. Das heißt, die mit der Muskete zu machen, ist dann wieder sehr schwierig. Wie ihr sehen könnt. Und die halten auch ganz schön viel aus. Ja, zerlegt. Und... Immer wenn wir irgendwelche Gegner zerlegen, dann skillen wir auch die entsprechende Waffe hoch. Ihr seht das immer so ein bisschen, wird gleich rechts unten eingeblendet. Immer wenn wir die Axt nutzen, um irgendwen zu killen, dann kriegen wir ein paar Punkte in der Axtfähigkeit und leveln die entsprechend auch weiter hoch. Und irgendwann bekommen wir dann den nächsten Punkt. Hier seht ihr auch den Balken. Da haben wir jetzt schon ein paar
Punkte wieder bekommen, auch bei der Muskete. Und früher oder später leveln wir das dann hoch und können wieder den nächsten Punkt freischalten. Stufe 15 kommt dann in 7000 Punkten. Müssen wir noch ein paar Gegner zerlegen, bis wir dann soweit sind. Ja, also das wäre jetzt eine Kombi, die meiner Meinung nach Sinn machen würde, gerade so für Raid-Events, wenn man irgendwie Bosse gemeinsam mit Kollegen machen möchte und viel Schaden verursachen möchte, dann ist das was, was man skillen kann. So, mal gucken, inwieweit es dann solche Raids auch wirklich gibt in New World. Es gibt auf jeden Fall Bosse, das haben wir schon gesehen. Und das ist natürlich nützlich, wenn man da ein bisschen mit dem Fernkampf, mit der Fernkampfwaffe aushelfen kann, wenn man viel Schaden verursachen kann. Und da wäre das jetzt zum Beispiel so eine Skill-Kombi, die ganz interessant wäre. Ansonsten hat man hier natürlich viele andere Möglichkeiten. Wir haben es gesehen mit der Crowd Control, das auch zum Beispiel zum Questen perfekt anzupassen, damit man da so ein bisschen einfacher hat, Gegner alleine zu zerlegen zum Beispiel. Also da gibt es einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Das also mal zu Waffenkombi Nummer 1. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht ändern würdet oder wie ihr skillt. Würde mich sehr interessieren, gerade jetzt bei den speziellen Waffen. Die anderen Waffen gucken wir uns dann in den nächsten Folgen an. Das war's erstmal für diese Folge aus New World. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.